Das Wetter in der Woche diesmal für das Christentum. Das Christentum gehört, wie ich das sehe, eigentlich nicht zu Deutschland. Wissen Sie, Jesus von Nazareth kam ja aus einer jüdischen Familie. Nein, überhaupt nicht. Nein, nicht in diese Richtung, was Sie jetzt denken. Aber kam ja aus Ägypten. Diese ganze Sache ist ja damals dort groß geworden und entstanden. Ne? Und hat sich dann sozusagen über die ganze Welt ausgebreitet. Wie die Islamisten und die Terroristen und diese anderen Religionen eben auch. Ne? Aber das Christentum gehört. Wissen Sie, warum das Christentum auch nicht nach Deutschland gehört? Die haben es ja derart, also dieser Jesus, derart mit den Armen, den Entrechteten, den Gesetzesbrechern, nicht? Den Huren, also allen Leuten, den es dreckig, hat er sich angenommen. Nicht? Das ist ja das pure Gegenteil von dem, was wir hier an Praxis haben. Von der Theorie ganz zu schweigen. Nicht? Also das können Sie sagen, was Sie wollen. Ich meine, es kann sein, dass Sie jetzt traurig sind. Das ist ja zu Deutschland gehört natürlich Odin und Wotan und die Nibelungen natürlich, nicht? Und der Rhein, auch wenn der aus Deutschland wegfließt. Das ist Deutschland, nicht? Schlesien, Ostpreußen, Pommern, Togo, das ist Elsass-Lothringen, ne? Deutsch-Westafrika, das ist Deutschland, nicht? Aber alles andere nicht. Gut, wir könnten für die andere Seite auch Marx und Heine gehören zu Deutschland, aber Auschwitz nicht. Es gehört zu Polen. Verstehen Sie? Und wenn jetzt jemand sagt von versifft und verseucht, da denkt man doch gleich an Flammenwerfer, nicht? Das Land wurde ja schon von Leuten wie uns, wissen Sie. Gottes Willen, da sage ich, pfui Teufel.